Moin Moin Leute, Ahrensburger Alex. Wie immer hier, willkommen zu einem weiteren Q&A und das wird diesmal ein Urlaubs-Q&A werden. Wobei, das Video ist ja schon abgedreht. Sag ich mal so, ich hab's versucht, komplett im Urlaub zu drehen, wurde aber am Ende nichts. Für die, die es nicht wissen, ich war 3 oder 4 Tage in der Türkei, in Izmir und in Bodrum. Ich weiß nicht, ob ihr die Städte kennt. Auf jeden Fall war ich da dank Adalia. Das ist ein Tabakhersteller, falls ihr den nicht kennt. Also hier, Shisha-Tabak natürlich. Auf jeden Fall haben die einige Shisha-YouTuber eingeladen. Und diese Shisha-YouTuber konnten auch noch Giveaways machen für diese Reise. Und glücklicherweise, zumindest für mich glücklicherweise, hat ein Bekannter von mir gewonnen. Der wollte eigentlich Chris mitnehmen. Ja, und der Bekannte konnte glücklicherweise für mich zumindest nicht die Reise antreten. Also hat Chris am Ende mich mitgenommen. Von da waren wir dann, wie schon gesagt, 4 Tage ungefähr in der Türkei unterwegs. Waren mega geile Tage. Aber es hat leider nicht so wirklich geklappt mit dem Film des Q&As, zumindest so wie ich das Ganze geplant habe. Denn Zeit war irgendwie knapp, oder zumindest freie Zeit. Denn wir hatten eigentlich immer irgendwie was geplant oder irgendwie wurde was für uns geplant, was alles mega geil war. Da waren wir zum Beispiel mal eben ja, den ganzen Tag auf einer Yacht unterwegs. Kann man mal machen. Mega geil. Oder war nochmal eben gefühlt einen halben Tag bei Adalia, durften wir nochmal alle Sorten testen, weil, wie es vielleicht schon bekannt ist, war Adalia ja ziemlich grottig in der letzten Produktion. Hat also ziemlich ihren Ruf verloren, kann man sagen. Aber das Ganze wurde soweit wieder hergestellt. Die Sorten sind wieder alle perfekt zu rauchen. Das ist nur eine kleine Info an euch. Eigentlich muss ich hierzu ja gar kein Video machen. Also, ja, auf jeden Fall waren wir dann ein paar Tage dort unterwegs. Mega geile Leute getroffen. Alle so richtig dumm im Kopf. Also genauso wie ich. Von daher hat es einfach perfekt gepasst. Ich werde mal ein paar Videos verlinken von der Reise, die andere Leute hochgeladen haben. Könnt ihr euch mal gerne anschauen. Ich kann es nur empfehlen. Schaut es euch einfach an. Waren einfach so geile Tage. Die haben natürlich auch deutlich bessere Aufnahmen als ich, denn ich habe halt eigentlich so gut wie gar nicht gefilmt. Aber auf jeden Fall, Leute, habe ich euch gefragt auf Instagram nach Fragen für ein Q&A. Und ich habe ein bisschen was bei Chris beantwortet und ein bisschen was im Hotelzimmer in Izmir. Und danach nichts mehr. Super gemacht, Alex. Der Pool hat einfach gerufen. Also falls ihr ein paar Sachen von der Reise sehen möchtet, dann schaut am besten auf mein Instagram-Profil vorbei. Dort heißt ich natürlich auch Ahrensburg Alex. Könnt ihr natürlich auch in der Videobeschreibung mal abchecken. Dort habe ich dann so Sachen wie so ein Video. Alex, Deppen! Deppen! Dazu will ich noch ein, zwei Fragen hier beantworten, damit wir ein paar mehr Fragen fürs Video haben. Aber jetzt kommen erstmal die Fragen, die ich beim Chris gemacht habe. So, meine Freunde, dann haben wir auch hier schon die erste Frage für den Alex. Und zwar from Breaker935. Wie kamst du eigentlich auf die Idee, YouTube zu machen und wer war dafür dein Vorbild? Idee? Aus Langeweile. Es war so Verbindung zweier Hobbys. Ich habe immer gerne gezockt und immer irgendwie gerne was mit Videoschnitt und Kameras gemacht. Da habe ich gedacht, ja, so YouTube-Gaming-Videos, kann man mal machen, warum auch nicht. Und der erste Gaming-Kanal, den ich richtig geguckt habe, war eigentlich, kennst du noch Top-Notch Multimedia? Kennst du noch Operator Perry? Nee. Echt? Quad. Das waren so auf jeden Fall so Top 5 Plays immer von Call of Duty 4. Und da gab es einen, wirklich nur immer nur zwischendurch mal einen einzigen Deutschen oder deutschsprachigen, eher gesagt. Das war Tobi Soda Lemon. Und dann habe ich den einfach mal angeschrieben, wie der das alles macht. Und er hat mir so ein bisschen erklärt. Und dann habe ich mir auch so eine Hope Hauge HDP VR, die kennst du aber noch. Den hatte ich ja selber. Der dicke graue Kasten. Großer Kasten. Habe ich mir den mal geholt und dann so halt mal so kleine Clips hochgeladen. Mit den Komponentenkabeln. Du hast doch da so ein Video damals hochgeladen, wo du in COD 4 eine grüne MP5 gemacht hattest und jeder hat sich gefragt, wie das geht. Das war ja nur mit Videoschnittprogramm bearbeitet. Solche kleinen Clips habe ich damals immer hochgeladen, weil mein Englisch einfach nicht gut genug war und eine deutsche Community gab es damals einfach noch nicht. Selbst dieser Tobi Soda Lemon hat auch nur Clips hochgeladen und irgendwann mal kommentiert, war natürlich auch mit sehr schlechtem Englisch, aber das haben sich die Leute halt damals einfach gegeben. Ich glaube, die ersten englischsprachigen oder die ersten COD-Videos, die ich gemacht hatte, war wirklich White Boy. Aus der englischsprachigen Szene, ja, White Boy 7th Street. Und dann fing es, glaube ich, in Deutschland so langsam diesen German Taters an. Erinnerst du dich noch? Ich habe nie wirklich deutsche Videos geguckt. GSSD. Ja, die kann ich ja auch noch. Max FPS oder sowas. Ja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann nur so Clips hochgeladen und dann war die HDP vorher kaputt und ich habe die irgendwie nie reparieren lassen. Habe ich da keine Ahnung. Ja, Pause gehabt. Und in der Zeit kamen gefühlt irgendwie alle deutschen Kanäle hinzu, die man jetzt auch noch kennt, also ein paar davon. Guck mal, das Eigentliche, was er gerade nur sagen will, ist wieder, er hätte der Erste sein können. Er hat aber richtig vergeigt. Okay. Ja. So Leute, wir machen jetzt ein paar Fragen hier im Hilton Hotel, weil wir haben hier noch nichts gefilmt. Das ist jetzt auf jeden Fall das Zimmer von Chris. Ist das jetzt dein Scheiß Ernst? Hier ist das Bad, das hat Chris komplett verwüstet. Auf jeden Fall ist das hier das schöne Zimmer, Riesenbett und sowas, nur für mich.
Ey, warte, wir müssen eins klarstellen. Wir haben ja nicht zusammen geschlafen. Ich hatte ein eigenes Raum. Ich hab gedacht, nur für mich? Ja, ich wollte es nochmal betonen. Ja, wenn ich mit dem Raum teile. So, auf jeden Fall. Ist das hier der Ausblick, du? Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Und ich würde mal sagen, beantworten wir hier nochmal kurz ein paar Fragen. Let's go. X-Roman Empire fragt, hast du schon mal überlegt, mit YouTube aufzuhören? Zwischenzeitlich ja. Zwischenzeitlich wieso hast du es nicht durchgezogen? Ja, ich bin ja, ich habe nicht so einen starken Willen wie du und ja. Mit YouTube auch. Ja, zwischenzeitlich habe ich echt drüber nachgedacht, aber nein. War eigentlich eine gute Entscheidung, das nicht getan zu haben. Schade eigentlich, muss man ganz ehrlich an dieser Stelle sagen. Ich glaube, das war so ein Punkt, wo ich keinen Bock mehr auf FIFA hatte und COD halt richtig scheiße war. Ich sag so, ja Leute. Boah, Alter. Noch ein Kommentar. Boah, ja, so alles mal rausgequetscht habe. Ey! Was diese, Junge? Autumn-Lern-Treffen. Was? Da müssen wir schon runter. Ja, wenn ich mal so viel Zeit habe. Mr. Cookie Nummer 1 fragt, warum kannst du nicht kochen? Du bestellst hier immer. Das ist eine gute Frage. Ey, mir ist immer so... Ey, ich kann kochen. Nur ich bin zu faul dazu. Es ist geil, dass die Frage so gestellt wird, warum kannst du nicht kochen? Die Frage wird nicht gestellt so, kannst du nicht kochen? Oder warum bestellst du? Nein, er sagt direkt, warum kannst du nicht kochen? Ich kann kochen. Hallo? Ich möchte mich aber dir jetzt nicht eine Stunde da in die Küche stellen, um für mich was zu machen. Das lohnt sich nicht, dann bestelle ich mir lieber was, weil ich eh zu tun habe. Leute, nur weil man bestellt, heißt es das nicht, dass man nicht kochen kann. Du bestellst ja auch manchmal. Obwohl, du kannst dir das nicht leisten. Also, du kannst aber auch nicht kochen. Ich esse einfach gar nichts. Du isst einfach gar nichts. Ja. Ich trinke ab und einfach was. Du lagst die Couchkanitur an. Das war's. Ja. Also ich kann kochen. Okay, Leute, ich mache ein Kochvideo. 100.000 Likes, Kochvideo. Wenn du die Chance hättest, einen YouTube-Kanal von jemand anderen sperren zu lassen, wen würdest du nehmen und warum? Der Keller. Warum? Ist offensichtlich, glaube ich. Raus hier. So, meine Freunde, die nächste Frage ist von Zeus Sammy. Ich glaube, so wird es ausgesprochen. Die Frage ist, warum macht Palmas keine Videos mehr? So eine gute Frage. Ich leite einfach mal weiter an dich. Du kennst den Palmas ja persönlich. Okay, ja. Warum macht er keine Videos mehr? Ja, warum macht der Palmas keine Videos mehr? Jetzt finde ich eine sehr einfach zu beantwortende Frage eigentlich. Ich hatte mir damals, wo ich YouTube angefangen hatte, immer geschworen, dass ich nur Videos machen werde, wenn ich motiviert bin und dahinter stehe. Der Zeitpunkt war irgendwann angelangt, dass ich selber nicht mehr zufrieden war mit dem, was ich mache. Ich hatte auch ehrlich gesagt keine Ideen mehr. Und dann hatte ich es halt sein gelassen. Also. Ist aber auch besser so. Muss man ehrlich mal zugeben. Ist besser so, dass der Typ aufgehört hat. Richtige Ranz-Videos gemacht. Richtig. Ich würde dir jetzt zeigen, aber ich glaube, dann übergibst du dich auf jeden Fall. Ich glaube auch. Also ich fand aber sein erstes Video ganz cool. Ja. Achso, der Kanal ist natürlich verlinkt. Hallo YouTube. Ich bin der Palmas und willkommen zu meinem ersten Kommentar. Ich meine, wenn man sich so ein Video anguckt, so waren eigentlich alle über die ganzen Jahre hinweg, haben sich nicht gesteigert, die klangen alle so ein bisschen, auf jeden Fall waren eigentlich alle so immer so ein bisschen High-Tide-Touch. Wenn man es mag, okay, ist aber nicht so mein Fall. Die Pille-Legende Gaming-Stuff fragt, jetzt hör genau zu, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Bist du wirklich bereit? Du wirst eigentlich genau herausfinden, warum ich dich so sehr darauf vorbereiten möchte. Okay, hau raus. Hau raus? Okay, wann bist du nochmal beim Ossi, Kevin, zu Gast, ja? Oder er bei dir? Gar nicht. Ich habe einen Kevin schon zu Hause, das reicht mir, um ehrlich zu sein. Also noch ein zweiter Kevin in meinem Leben, das ist ein bisschen zu viel, muss ich ehrlich zugeben. Also ab jetzt gar nicht mehr. Also ich kann deine Ängste überhaupt nicht nachvollziehen. So alleine zu sein, ohne auf einen Kevin angewiesen zu sein, kann verdammt toll sein. Ah. Du kannst gerne vom Balkon springen. I am free, free like the wind, so free. Na, 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 na. Halt die Fresse! Der Kion98AW fragt, deine Erwartungen für den Zombie-Modus in World War 2? In den neuen COD! Also ich hab keine großen Erwartungen, sagen wir es mal so. Klingt komisch, ist aber so, weil es ist halt ein neuer Hersteller sozusagen, ein neuer Publisher. Nee, nicht Publisher, nicht, sondern... Neues Studio, was 19 im Hose macht. Es wird nicht 1 zu 1 sein wie Black Ops 3, es wird hoffentlich nicht so sein wie Infinite Warfare, sondern es soll Ansätze von Black Ops 3 haben und da bin ich eigentlich schon zufrieden. Aber ich bin auch nicht so ein Ranz wie IW.
Ich will nicht schön. Nee. So, dann eine Frage. Warst du gut in der Schule? Ich nehme die Frage jetzt einfach mal, damit viele von euch daraus hoffentlich lernen. Ich kenne es ja immer, die Eltern sagen, ja, mach was für deine Schule, du und so, Minjungo, das geht doch nicht, du. Also Grundschule war ich eigentlich immer recht gut. Weiterführende Schule hatte ich dann das Ganze so ein bisschen schleifen lassen, plus dazu wurde ich auch noch krank, wodurch ich dann ziemlich viel Stoff verfehlt habe. Also ich war wirklich komplett krank im Sinne von, dass ich am Ende sogar die Schule abgebrochen habe. Und immer wenn ich da war, habe ich mich auch nicht wirklich angestrengt. So, wenn ich dann da war, dachte ich mir eh so, ja, scheiß drauf. Also es war jetzt halt nicht so körperliche Krankheit, sondern psychisch krank. Langes Thema auf jeden Fall. Und als ich dann irgendwann meine Abschlüsse alle nachgemacht hatte, war ich eigentlich immer einer der Besten in der Klasse. Weil da habe ich mich auch nur ein bisschen angestrengt, wirklich nur ein bisschen. Und dann lief das wirklich wie von selbst. Also strengt euch an in der Schule, es ist nicht wirklich schwer. Wenn ihr Fragen habt, dann müsst ihr immer den Lehrer fragen. Hier, da haben wir nochmal unseren Bildungsauftrag erfüllt. Ja, Digga. Auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, war es das von diesem Q&A. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat und ich in Zukunft des Öfteren sowas machen soll, dann auch richtig aus dem Urlaub, wenn wir hoffentlich ein bisschen mehr Zeit haben. Dann lasst mal ein Däumchen nach oben da, würde mich wirklich sehr freuen. Aber Leute, das war's jetzt von mir. Bis demnächst. Haut rein. Tschüssi. Seht ihr, ich mach Videos. Amanda Koyo.